Im Jahr 2011 fand der von Wifi und Emoti veranstaltete Business Management Kongress unter folgendem Thema statt: Kopf oder Bauch? Die Freiheit von Entscheidungen. Entscheidung, das prägt ja immerhin das ganze Leben permanent, ob bewusst oder unbewusst. Und ich denke, gerade in Zeiten wie diesen, vielleicht mehr denn je, stehen Führungskräfte vor besonders großen Herausforderungen, wenn sie Entscheidungen zu treffen haben. Entscheidungen folgen Handlungen und für die muss Verantwortung übernommen werden. Man kann Entscheidungen und Handlungen, die danach folgen, nicht so ohne weiteres ungeschehen machen. Und daher ist diese Selbstbestimmung, die ja positiv klingt an sich, nicht? Selbstbestimmung heißt Autonomie, Souveränität, ist zugleich eine Einschränkung der eigenen Freiheit und das fürchten manche. Nicht zu entscheiden ist in Unternehmen jedoch keine Option. Wie soll entschieden werden? Es gibt gute Entscheidungen und schlechte Entscheidungen. Schlechte Entscheidungen kommen zustande, wenn man nur auf den Verstand oder nur auf das Bauchgefühl hört. Gute Entscheidungen kommen zustande, wenn man Verstand und Bauchgefühl koordiniert. Das Bauchgefühl stellt unser Erfahrungsgedächtnis dar. Je mehr Erfahrungen wir gesammelt haben, desto besser unsere Entscheidungen. Die Grundvoraussetzungen dafür werden bereits in der Kindheit gelegt. Wenn man die hat, kann man lebenslang lernen und wird das Gehirn lebenslang eben auch dann plastisch oder ist plastisch und kann dadurch die komplexeren Anforderungen, die heute an unser Gehirn gestellt sind, eben auch erfüllen. Um bei den hohen Anforderungen die Motivation nicht zu verlieren, sind Humor und gute Laune wichtig. Und wenn ich gut drauf bin, dann strahle ich diese gute Laune auch aus. Und jeder Mensch kauft gern Ideen, Produkte, Informationen von Menschen, die gut drauf sind, die eine positive Ausstrahlung haben. Und allein dadurch hilft Humor schon sehr wohl im Business. Und Humor ist auch ein Katalysator, das heißt, nimmt die Schärfe von manchen Dingen und entspannt. Und ich meine, ich glaube, das haben wir ganz, ganz dringend notwendig. Durch positive Emotionen kann die Motivation hochgehalten werden und damit auch Entscheidungen, die Einschränkungen von allen verlangen, mit geringerem Widerstand umgesetzt werden. Oft ist ja so, dass Führungskräfte etwas umsetzen müssen, was sie selber nicht wollen. Dann ist die Vorgehensweise, dass man erstmal mit sich selber arbeiten muss und sich so weit hinkriegen muss, dass man sagt, ich kann damit einigermaßen leben, weil wenn sie es nicht können, strahlen sie es aus, dann macht gar keiner mit. Ja? Und wenn sie selber das für sinnvoll halten oder wenn sie der Meinung sind, das muss so umgesetzt werden, dann geht es eigentlich nur noch darum, wie können sie das den Mitarbeitern so beibringen, dass die das auch mitmachen. Und das geht am besten über das Thema Emotionen, dass sie Emotionen erzeugen. Wer es schafft, gute Laune zu verbreiten und ein gewisses Maß an Zufriedenheit in seinem Unternehmen zu halten, dessen Mitarbeiter und Kunden werden auch die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen treffen.